Hallo, hier ist mal wieder der Sebastian von der Munich Guitar Company. Heute zeige ich euch eine Gitarre, die sich, finde ich, wirklich sehr gut für den Singer-Songwriter-Bereich eignet. Ganz sanft zu spielen, sehr klar und definiert. Ist eine Gitarre, die von der Firma Huss & Dalton gebaut ist, so ein bisschen an die klassische Gibson J45 angelehnt, hat aber nicht diesen typischen Baller-Wummer-Bass, der eigentlich alles zumacht und keinen Platz mehr für gerade zarte Stimmen lässt. Die ist zwar super warm, aber sehr definiert. Also ist nicht die Gitarre, wo man jetzt richtig reinhauen kann, aber wo man wirklich sagen kann, für sanfte Pickings und Strummings genau das Richtige. Kein riesengroßes Instrument, also die Round-Shouldered Dreadnoughts sind etwas kleiner und kompakter, etwas angenehmer. Kurze Mensur, also knapp 63 cm Mensur, sorgt dafür, dass die Gitarre sehr bequem zu spielen ist. Wir haben eine Sattelbreite von 43,5 mm, ein leichtes V-Profil und eine offene Vintage-Mechanik, die auch nochmal das Gewicht ein bisschen unterstützt mit den Kunststoffknöpfen. Die Gitarre ist super ausbalanciert, federleicht und spielt sich auch einfach sehr bequem, wie von selbst, wie Butter. Schöne Sunburst-Decke, ich finde es wirklich klasse lackiert hier von Huss & Dalton. Manche Sunbursts sehen ja wirklich nicht schön aus, aber hier mit dem sehr breiten schwarzen Rand, finde ich, macht die Gitarre wirklich was her. Und ich würde sagen, wir hören jetzt mal rein.